Ich baue diesmal etwas anders. So, ich baue hier direkt runter. Mit etwas Abstand zu dem Gang, weil ich nicht in den reinbauen will. So. Und hier können wir auch noch lang bauen. So. Weil hier oben, habe ich gemerkt, passt keine Küche rein. Deswegen kommen da die beiden ja, Ausbildungsräume rein. Und die Küche, die kann, die erste jedenfalls, kann hier so hin. Und die zweite, die können wir dann einfach da daneben setzen. Oder hier unten dran und den Trainingsraum da dazwischen. So. Ne, ich will nichts platzieren, danke. Na, so geht das. So, ich will heute noch einen Arbeiter herbeirufen. Und wir können schon mal die Brauerei hier einnehmen. So. Beim letzten Mal habe ich gedacht, in die Kammer kommt man gar nicht mehr richtig rein. Ich hätte auch hier so durchgraben können. Ja, ich habe leider nicht herausgefunden, wie man. Wichtig, den Bau einer Korridor kannst du nicht abbrechen. Ja, das habe ich das letzte Mal auch gemerkt. Gut, dann gibt es hier mehrere Korridore. Keine Lust mehr. Oder kommen jetzt andere, die weiter graben wollen? Ja, definitiv. Genau. Okay, jetzt besitzen wir erst einmal Räume. Und dann geht es natürlich los mit Squad 1. Also erstmal wieder den Speer natürlich freischalten. So. Okay, wir haben die Brauerei, die können wir gleich mal wieder aufbauen. Dann fehlt uns nicht mehr viel, da haben wir die Dungeon Stufe 2 erreicht und damit zwei weitere Imps. Oh, sehr schön. Wir haben schon mal genug DECs für den Meisterbauer. Den finde ich eigentlich immer am wichtigsten. So, Squad 1 gleich mal fertig machen und Essen schicken. Also ja, die wichtigsten DECs, die man als erstes machen sollte, ist auf jeden Fall neben dem Speer die schnelle Auffassungsgabe, dass hier unten alles einen Punkt billiger wird. Da spart man sich nämlich schon mal, ja, wenn man hier alles freischaltet, 2, 5, also 6 Punkte spare ich mir auf jeden Fall, die ich in andere Sachen reinpacken kann. Weil so wie es aussieht, kriegt man wirklich, kann man wirklich, hat man wirklich nur eine endliche Zahl an DECs. Der Extraktor ist da ein bisschen mehr. Okay. Squad 1 sieht genährt aus. Dann schicken wir Squad 1 gleich mal los. Oh, die Übersichtskarte sieht ein bisschen random aus. Die sah nämlich das letzte Mal etwas anders aus. Da war nicht so viel auf einem Haufen. Das ist schon mal nett zu wissen, dass die Übersichtskarte immer ein bisschen anders ist. Wobei ich aber mal schätze, dass die restlichen Sachen immer gleich sein werden. So, du bringst schon mal da. Dann bauen wir als nächstes gleich die Trainingshalle, den Übungsraum. Den finde ich nämlich noch ein Ticken wichtiger als, ja, als die, wenn ich die Küche hier hinbaue. Kann ich den Übungsraum dann einfach dran flanschen? Das wäre gut zu wissen. Überfallerfolg, so, dann Übungsraum. Ist jetzt freigeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis ein Imp das Material einlagert. Adabakadabra. So. Gut.
soweit. Ja, ach ja, ich wollte die Übungsraum. Ich glaube, ich baue gleich die zweite Küche hier hin und den Übungsraum. Ja, den kann ich da dran flanschen. Und kann hier einfach einen Gang durchgraben. Sehr schön. Dann kann ich mir die Jungs hier mal vornehmen als nächstes. Die bewachen da, glaube ich, eine Truhe. Ja. So, da wird freigebombt. Sehr gut. Und da wird auch freigebombt. Ah, wir haben genug für die schnelle Auffassungsgabe. Wie gesagt, das ist wichtiger als der Priester. Jetzt können wir den Trupp zum Trainieren schicken. So, währenddessen gucke ich mal kurz. Hier wäre eine Truhe drin. Ja, eine Truhe ist gut. Dann buddel mal von hier aus und den Nekromanten, da würde ich am liebsten gleich in den Extraktor stecken, wenn ich das könnte. Ja, kann ich sogar auch. Den kann ich nämlich. Da brauche ich aber erstmal einen Extraktor dafür. Also wandeln wir erstmal Materialien wieder um. Trupp 1 sieht noch nicht trainiert aus. Na, die sind gerade beim Trainieren. Jawohl, steigen auf, machen ein ziemlich unpassendes Geräusch. Oh, und wir können den Priester freischalten. Gut, dann brauchen wir mehr Materialien. Also hopp, hopp, auf mit euch. Und die bewachen, glaube ich, eine Truhe. Ja, tun sie. So, der Priester ist freigeschalten, also sollten wir zwei Stück mal ausbilden. Ich weiß gerade gar nicht, ich hoffe mal, da sind 10 Pilze drin. Und nicht nur 5. Das werden wir ja gleich sehen, wer die da reinwirft. Nein, es sind nur 5 drin. Naja, was man erwartet man. So schnell kann das auch wieder nicht gehen mit den Pilzen. Immerhin sind das, ist das hier ein unendlicher Ressourcenraum. Es wäre auch irgendwie komisch, wenn da endlich Pilze rauskommen würden. So, noch einer. Den kann ich übrigens schon zum Training schicken. So, noch einer. Der dann auch gleich zum Training kann. Dann könnt ihr schon mal mithelfen, den Raum da zu leeren. Oh, und wir haben genug für den Extraktor. Ah, den klebe ich mal einfach hier hin. Ich hätte sogar noch genug für die Spelunke, die ich hier hinbauen wollte. Das passt nämlich richtig gut. Spelunke und der Hort nebeneinander. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. What's the point anyway? Au, da ist schon mal einer meiner Speere gestorben. So, extrahiert sie. Beide Speere sind tot. Okay, das war jetzt nicht so passend. Schicke ich einfach mal die beiden Jungs da in den Squad. Und fertig. Ab in den Extraktor mit denen. Mehr die Issis. So, und du kriegst auch eine Extraktormarkierung.
Wer wird nämlich hier durchgraben? So, Helden für den Extraktor. Und ich habe das letzte Mal, also als ich die erste Aufnahme versucht gemacht habe, zuerst den Rattenmenschen freigeschalten, habe aber mittlerweile festgestellt, dass der nicht so toll ist und ich deswegen lieber doch einen den Recken freischalten werde. Out of the pit, it's my hellhole. So, ein toter Arbeiter. Sicherheitshalber nochmal eine Extraktormarkierung. So, das Skelett war wegbrezeln. Und dann muss noch der Nekromant weg. So, dir fehlen zwar noch XP, aber schalte mal den Feuermagier hier raus, genau. So, toll ist der nämlich nicht, genau. Und dann schicke ich euch mal zum Trainieren, dass ihr den Priester noch ein Level höher bringt. Okay, dann muss ich ...20 Pinzeln, 5 Materialien. Das ist viel zu wenig. Ja, als nächstes hätte ich gerne Frieden und Beute. Weil die wichtigsten habe ich jetzt schon freigeschalten. Jetzt möchte ich gerne die Ressourcen bekommen. So, der Trupp ist trainiert. Dann geht gleich mal nach nebenan essen. Die Küche kriegt sogar extra jetzt einen Koch. So, der manscht da schön rum. Und jetzt müsste er an der Kurbel drehen, oder? Nein, er hackt da immer noch drauf rum. Ach so, weil die den Essensvorgang abgebrochen haben. Jetzt aber. Jo, ein Kuchen. Schöne Braten. Das kommt auf der anderen Seite raus. Eine Pilzpizza. Und das alles aus der Schmodderpampe. Und noch ein Kuchen. Alles aus der Schmodderpampe, aus diesem Topf da. Hm? So, jetzt geht hier wieder ein Überfall machen. Ich bin schon fast versucht, sie auf so einen großen Überfall zu schicken und denen einfach ein bisschen zu helfen. Ja, eine Hochelfe und ein Kleriker. Das dürfte leicht noch einigermaßen gehen. So, helfen wir mal ein bisschen nach. Die sind nämlich beide nur Level 1. Das heißt, die klopfen wir gut runter und kriegen auch genug Materialien dafür. Jawohl. 75 hat er Zahl. So viel passen hier gar nicht rein. So. Jetzt müssten sie aber fast alle reinpassen, bis auf einen. Denn ich habe meinen ersten Recken. Gut. Dann muss ich die Squads ein bisschen ummodeln, gebe denen wieder Fernkämpfer. Schick die mal beide Squads mal hier hin, wo sie aus dem Schuss sind ein bisschen. Ah, wie komme ich noch an einen dritten Punkt oder so? Gucken wir mal kurz. Also erstmal kann Baal wieder Leute rufen. Wobei, ich sollte jetzt eigentlich die Schmiede freischalten, weil dadurch kann ich hier mit Waffen, mit Fallen Punkte machen und mit Waffen. Jo.
Das wäre die beste Idee. So die Schmiede. Oder die Werkstatt eben. Passt nicht hier rein. Wo würde sie denn hinpassen? Ah, hier so hin, würde ich sagen. Direkt gegenüber von der Trainingshalle. Passt gut. So. Du machst noch einen Recken und zwei Speer. Genau. Recke, Speer und noch ein Speer bitte.